Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Raven Kapitel 2 in Deutschlands Adventure-Kanal, selbst ernannt Nummer 1. Wir fragen jetzt einmal nach Dr. Gebhardt, denn zwischen den beiden ist irgendwas gelaufen und wir wollen natürlich wissen, was war das? Sie glauben also, dass Dr. Gebhardt tatsächlich der Rabe war? Die Dinge, die Gebhardt in seinem Brief schreibt, stehen in keinem Polizeibericht. Nur jemand, der dabei war, kann davon wissen. Könnten nicht noch andere in der Nähe gewesen sein? Vielleicht einer der Polizisten? Was, wenn einer von denen die Seiten gewechselt hat? Warum fällt es Ihnen so schwer, die einfache Tatsache zu erkennen? Es gab nie einen neuen Raben, nur den alten. Und das war Dr. Gebhardt. Das Vorgehen passt einfach nicht. Der Rabe war kein Mörder. Legenden sind selten das, wofür wir sie halten, Wachtmeister Zellner. Ja, ehrlich gesagt glaube ich das auch noch nicht so ganz. Wer war der Mann, der damals getötet wurde? William Jackson. Ein kleiner Dieb. Hat zusammen mit seinem Bruder einige Einbrüche begangen. Talentiert, aber nichts Weltbewegendes. Und den hat man für den Raben gehalten? Einige meinten, es gehöre zu seiner Tarnung. Wenn du ein gerissener Meisterdieb bist, was wäre eine bessere Tarnung als die eines mittelmäßigen Ganoven? Du lässt dich hier und da bei kleinen Gaunereien erwischen. Niemand traut dir dann noch zu, ein großes Ding zu drehen. Aber sie haben das nicht geglaubt. Es gab leise Stimmen in meinem Kopf. Aber alle beglückwünschten mich. Bedenken wurden beiseite gewischt. Es war wie ein Sturm. Doch irgendwann legte sich der Sturm und die Stimmen waren immer noch da. Und dieses Mal nicht? Keine Stimmen, die Ihnen sagen, dass Gebhardt nicht unser Mann ist? Er muss es sein. Ja, immerhin kann er jetzt männlich seine arrogante Art mir gegenüber ablegen, würde ich vorschlagen. Freundchen. Was ist mit der Schrift? Der Wortwahl? Passt der Abschiedsbrief zu den anderen Briefen des Raben? Ja, seine Handschrift, seine Worte. Ich habe jeden Brief des Raben gelesen, immer und immer wieder. Ich habe es für unmöglich gehalten. Ein von den Toten auferstandener Rabe. Der Rabe war nie tot. Ich habe den falschen Mann erwischt. Aber bei dem Mann wurde die Beute gefunden, oder? Er muss also für den Raben gearbeitet haben und kann daher kaum als unschuldig gelten. Wie geht es nun weiter? Wir liefern das Auge ab und ich setze mich mit Paris in Verbindung. Die Kollegen sollen alle bekannten Aufenthaltsorte Gebhardts mit denen des Raben abgleichen. Und wenn sich Ungereimtheiten ergeben, was ist dann? Sie können gerne weiterhin ein Auge auf den Tresor werfen, wenn Sie es nicht lassen können. Das Schiff bleibt einen Tag in Kairo. So lange haben Sie Zeit, Ihren eigenen Raben zu fangen. Ich habe meinen. Naja, also freundlich ist er jetzt nicht gerade geworden. Habe ich aber auch nicht anders erwartet von dem Typen. Ja, und es verschlägt uns hier offenbar auch mal in neue Szenarien. Das finde ich gut. Das Auge der Sphinx wird hier ausgestellt. Ah, Sie sind einer von Legrands Leuten, nicht wahr? Jakob Zellner, mein Name. Sie können mir gleich behilflich sein. Ich vermisse Grace, meinen Dackel. Es könnte sein, dass es hier mehr für mich zu tun gibt, Herr... Direktor Abbas Mokhtar. Und Grace ist nicht irgendein Hund. Sie ist ein reinrassiger deutscher Dackel. Ein Champion. Jawohl! Ich habe allerdings ein bisschen wichtigere Dinge zu tun, mein lieber Freund. Die Ausstellung soll also trotz allem heute Abend eröffnet werden? Aber natürlich. Alles wurde bezahlt. Die letzten Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Aber eines der beiden Ausstellungsstücke wird nicht da sein. Ein schrecklicher Verlust. Eine Tragödie. Schon zum zweiten Mal wurde dieser unersetzliche ägyptische Kulturschatz entwendet. Zum zweiten Mal? Na, glauben Sie etwa, das Auge der Sphinx wäre in London aus dem Sand gegraben worden? Dann erzähl mal ein bisschen mehr zu Inspektor Legrand. Inspektor Legrand, Professor Lucien und Konstabler Oliver überwachen den Transport des Tresors. Sie müssten jeden Augenblick ankommen. Ich werde bis dahin hier vor Ort die Lage sondieren. Halten Sie das für nötig? Der Rabe ist doch nun endgültig tot. Wenn Sie damit Dr. Gebhardt meinen. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Ebenso wenig wie das gestohlene Auge. Es ehrt uns, dass sich der Inspektor Sorgen macht, aber wir haben alles im Griff. Legrand macht sich nicht so viele Sorgen, wie er sollte. Ich aber. Ist das Museum geschlossen? Ja, solange wir die Gala vorbereiten, werden nur handverlesene Gäste ins Museum gelassen. Sie gehören natürlich dazu, Herr Wachtmeister. Was können Sie mir zum Sicherheitssystem des Museums sagen? Eines der modernsten auf dem Markt. Und das zweite Auge wird auch noch in unserer speziellen Schatzkammer ausgestellt, die noch einmal zusätzlich gesichert ist. Schatzkammer?
Gehen Sie nur rein. Vom Eingang aus gesehen rechts. Das Auge ist so sicher wie die Kronjuwelen. Naja, da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Ich denke, ich werde mich dann einmal im Museum umsehen. Tun Sie das. Es gibt viel zu entdecken. Wenn Sie Grace sehen, geben Sie mir Bescheid. Hoffentlich finden wir sie, bevor der große Inspektor ankommt. Ist es nicht fantastisch, wie er den Mord auf dem Schiff aufgeklärt hat? Le Grand? Natürlich, es steht in allen Zeitungen. Ach nö. Der Mord an der ehrenwürdigen Baronin von Trebitz. Und wie der große Inspektor Le Grand den Mörder in nur einem Tag identifizierte. Tja. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie sollten sich glücklich schätzen, von ihm lernen zu dürfen. Ey, jetzt habe ich natürlich so richtig Motivation. Also diesen Inspektor, also was Freundchen. Was genau steht in den Zeitungen? Alles. Es ist fantastisch. Jemand an Bord muss sich direkt mit der Presse in Verbindung gesetzt haben. Natürlich eine wunderbare Werbung für uns. Heute Abend werden die Journalisten Schlange stehen. Und es wurde berichtet, dass Le Grand den Mörder gefunden hat? Natürlich. Wer sonst? Naja, ich war daran auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich, Le Grand hat sicherlich seine Gehilfen, aber Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Also dann? Bis dann, Wachtmeister. Ich werd nicht mehr. Grace, meine Süße, wo bist du? Oh, Mr. Inch. Mr. Inch, da sind Sie ja. Es tut mir ja so leid. Baronin von Trebitz war eine herzensgute Frau. Sie hat so viel für das Museum getan. Gewiss. Und Sie? Wollen Sie etwa schon wieder gehen? Ich würde gerne in mein Hotel gehen. Die letzten Tage. Erst schleichen Sie sich in mein Museum, ohne mich zu begrüßen, und dann wollen Sie uns so schnell schon wieder verlassen? Ich wollte Sie nicht stören, und wir haben ja heute Abend noch Zeit. Ja, heute Abend müssen Sie unbedingt kommen. Ich wollte Baronin von Trebitz seine Auszeichnung überreichen. Die müssen Sie jetzt annehmen. Natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Die Baronin hat für all das hier bezahlt. Ohne sie hätten wir die Ausstellung und die Gala nicht machen können. Sie war sehr großzügig. Das war sie. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Wachtmeister Zellner, ich möchte mich noch einmal für Ihre großartige Arbeit bedanken. Sie haben mich gerettet, könnte man sagen. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns heute Abend. Also dem traue ich auch noch nicht so ganz. Aber unsere Vermutung ist ja letztendlich sowieso, dass da mehrere Leute irgendwie unter einer Decke stecken oder irgendwie da auf jeden Fall in irgendeiner Form involviert sind. Ja, und das ist letztendlich das, was wir rausfinden müssen. Ich muss hier übrigens noch einmal anmerken, dass mir viel zu viel Dialog in diesem Spiel ist und viel zu wenig selber machen. Also fürs nächste Mal, liebes King Art Team, ne? Oh, 2000, cool. Ja, da ist Miss Miller. Mit der reden wir einfach mal, gucken, was die uns zu sagen hat. Und dann haben wir wieder Dialoge ohne Ende. Miss Miller, ich freue mich, Sie hier zu sehen. Oh, Wachtmeister Zellner. Ich habe gehört, was Ihnen an Bord zugestoßen ist. Schrecklich, ganz schrecklich. Hat alles ein gutes Ende genommen. Sie warten auf Professor Lucien? Mhm. Schon morgen geht es den Nil hinab, wie ich höre. So ist es. Es wird bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis. Aber Sie wirken nicht sehr begeistert. Oh, doch, das bin ich. Es ist sehr großzügig von der Lady, mich und vor allem Matty einzuladen. Er wird viel lernen. Aber... Nun, Professor Lucien hat angeboten, uns auf der Fahrt zu begleiten. Umso mehr würde Matty lernen. Und Ihnen dürfte das doch auch nicht unangenehm sein. Nein, ich weiß nur nicht, wie Matty reagieren würde, wenn Edgar mitkäme. Ich verstehe. Ich kann ja mal vorfühlen, was er zum Professor als Begleitung sagen würde. Würden Sie das tun? Vielen Dank, Wachtmeister Zellner. Konnten Sie in Erfahrung bringen, warum Professor Lucien uns gestern auf dem Vorderdeck so überraschend verließ? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Er war immer noch sehr nervös. So war er auch schon im Zug. Scheint seine Art zu sein. Ich glaube, es hat mit dem Einbruch im Museum zu tun. Das hat ihn sehr mitgenommen. Aber er meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Bald wäre alles vorbei. Tatsächlich? Wie meint er das? Oh, das habe ich ihn nicht gefragt, Herr Wachtmeister. Diese Geräusche sind geringfügig nervend, wenn ihr mich fragt. Sind noch andere Passagiere vom Schiff hier?
Oh ja, wir sind als Gruppe angekommen. David Kreuzer, der Geiger, war dabei. Außerdem Miss Myers und Mr. Inch. Er scheint den Tod der Baronin gut verwunden zu haben. Er schien geradezu gelöst. Ich habe ihn getroffen. Er schaut nach vorn, könnte man sagen. Wo ist Herr Kreuzer? Er ist dort drüben bei der Schatzkammer. Matty ist unten in der großen Halle. Ich fürchte jeden Augenblick, das Klirren einer unbezahlbaren Kostbarkeit zu hören. Matt wird schon Acht geben, Miss Miller. Ich werde mich weiter im Museum umsehen. Oh ja, es gibt so viel zu sehen. Sehr, sehr merkwürdig. Also was die mit dieser Lautstärke im Spiel gemacht haben, ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar. Vielleicht gucken wir erstmal in der Wachstube hier, bevor wir in die Haupthalle gehen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas zu sehen. Machen wir uns mal persönlich von den Sicherheitsvorkehrungen ein Bild. Abgeschlossen. Ich traue dem leider nicht ganz. Ja, die ist abgeschlossen, also alles sicher. Solange die Wachstube nicht besetzt ist, ist die Tür abgeschlossen. Ergibt ja auch Sinn. Ich hätte allerdings erwartet, dass die Wachstube ständig besetzt ist. Gerade an einem Tag wie heute. Ja, das sind diese Südländer, ne? Die machen ja nur Pause, wissen wir ja. So, gucken wir mal im hinteren Bereich. Da war den Geiger. Herr Kreuzer sorgt heute Abend bei der Ausstellungseröffnung für die musikalische Untermalung. Ob noch etwas anderes auf seiner Agenda steht? Oder anders formuliert, ich trau dir nicht. Ich traue ja eigentlich gar keinem. Wie ist die Akustik, Herr Kreuzer? Mäßig. Wie bei einer großen Steinhalle nicht anders zu erwarten. Wie fühlt es sich an, unter Mordverdacht gestanden und gerade noch davongekommen zu sein? Die Sache hätte für Sie böse enden können. Sie hatten kein Alibi, es war Ihre Waffe. Ich muss zugeben, ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als von Inspektor Legrand in die Mangel genommen zu werden. Ihre Schnüffelei hat sich diesmal tatsächlich für mich ausgezahlt. Hatten Sie mich nie im Verdacht? Für den Mord? Nein, ich halte Sie für zu intelligent, um jemanden mit der eigenen Waffe zu erschießen und sich für die Tatzeit kein Alibi zu besorgen. Es scheinen gleich mehrere Schiffspassagiere heute Morgen hier zu sein. Fast alle. Ich habe mich kurz mit dem Butler der Baronin unterhalten. Unter uns. Er scheint ganz froh zu sein, die alte Fregatten los zu sein. Herr Kreuzer! Die kleine Miss Myers war auch da. Leider scheint sie schon wieder verschwunden zu sein. Vergessen Sie's. Sie ist verlobt. Und natürlich ist die alte Hex mit der Pflegerin und ihrem Geschraub auch da. Was haben Sie eigentlich gegen Lady Westmacott? Die Lady ist gefühllos als die Königin der Nacht. Ihren eigenen Sohn hat sie verjagt. Eiskalt abgesägt. Ich kannte ihn flüchtig, ist nach Amerika geflohen, weil er sie mit ihr nicht mehr ausgehalten hat. Hat sich einer der Gäste verdächtig benommen? Hat sich jemand besonders für die Schatzkammer oder für das Sicherheitssystem interessiert? Keine Ahnung. Ich prüfe die Akustik, dann bin ich weg und komme erst zur Gala heute Abend wieder. Mich interessieren Ihre Detektivspielchen nur bedingt. Ja, soviel zu dem Thema. Die Zeitungen heute Morgen sind voll mit Berichten über die Geschehnisse an Bord. Ist mir auch schon aufgefallen. Jemand muss noch vom Schiff aus die Presse informiert haben. Vermutlich hat er für die Geschichte eine hübsche Stange Geld bekommen. Und schon wieder will man mir was anhängen. Aber nein, Herr Wachtmeister, ich war es nicht. Hab nicht einmal dran gedacht. Und wer immer es getan hat, war ein Stümper. Wieso? Die Geschichte ist in allen Zeitungen. Man bekommt mehr Geld, wenn man die dreckige Wäsche der Leute exklusiv an eine Zeitung verkauft. Was glauben Sie, wer es war? Der Junge? Der blinde Passagier? Der Kapitän hat auf eine Anzeige verzichtet und hat ihn heute Morgen laufen lassen. Aber bis dahin saß er die ganze Zeit in der Zelle. Na dann vielleicht Miss Myers. Mitunter will sie Schauspielerin werden und braucht ein bisschen Publicity. Wer auch immer es war, er wollte die Geschichte verbreitet wissen. Und es ging ihm dabei nicht ums Geld. Nur, worum geht es dann? Nun gut, ich freue mich auf das Konzert. Es dürfte ein unvergesslicher Abend werden. Ja, solche Äußerungen machen mir immer Angst. Unvergesslich wird wahrscheinlich auch der nächste Teil, wenn ihr wieder reinschaut. Es wird morgen der Fall sein, 19 Uhr, die beste Zeit für Adventures und bald dann auch mit dem Nachfolger vom beliebtesten Adventure in unserem Kanal, Satinas Ketten. Das Schwarze Auge Memoria startet auch bei uns noch diese Woche. Das und viele weitere Sendungen mehr findet ihr im Sendeplan unter tv.garderol.de. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe ihr lasst mir ein paar Kommentare da, ein paar Daumen und ein paar Abos. Bis dann, macht's gut, tschüss!